So, weiter geht's mit Alone in the Dark. Bin mal gespannt, was uns noch erwartet. Viel dürfte ja, glaube ich, gar nicht mehr kommen mit Edward. Genau, was diesem Abend noch gefehlt hat. Ein Gewitter. Nicht Hintergrundstimmung. Warte mal, was muss ich machen? Brich in Dr. Grays Büro ein und finde heraus, was er weiß. Okay, irgendwie sind die Sachen jetzt rot geworden. Da sind jetzt Sachen dazugekommen. Ich brauche den Schlüssel. Okay. Muss doch hier irgendwo sein. Er würde das Haus nicht verlassen. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Hast du den Detective gesehen? Wer ist er? Kann man ihm trauen? Ich glaube, er gehört zu den Guten. Du weißt schon, wie wir. Wird er ihr Erscheinen gutheißen? Gepriesen sei die Mutter. Er muss davon nichts erfahren. Deswegen Jeremy hier. Beruhig dich. Ist noch nicht so weit. Es tut weh. So wie ich das sehe, scheint der Detective Probleme zu lösen, mich zu machen. Sei einfach wachsam, falls er doch etwas anstellt. Die tragen Sachen, die ich brauche. Die zwei Pfleger hatten Jeremy immer noch nicht gefunden. Carnby nahm an, dass das gute Nachrichten waren. Emily hatte ihn an ein paar seltsame Tode in Dusseldorf erinnert und Carnby war sich nicht sicher, wem er trauen konnte. Na, gar kein. Hä? Was ist überall die Fäulnis ist schon wieder? Jesus, was zur Hölle war das? Weiß ich nicht. Tod des Autors. Okay, da fehlt noch was. Wir müssen Hoffnung darauf haben, dass Jeremys Pakt mit dem dunklen Mann nur ein Bluff ist. Wenn wir Glück haben, werden unsere Besucher ihn vor Sonnenuntergang finden und beweisen, dass das alles Unfug ist. Was wahrhaftig ist, ist unser Versuch, sie anzurufen. Es ist einfach zu viel geschehen. Dieser Abend darf nicht vergeblich gewesen sein. Denkt an Jack und Cassandra. Sogar Perosi, deren Hintergrund ich einfach nicht durchschaue. Grace ist unsere Ziege ohne Hörner. Sie weiß das und sie wird mitspielen. Du musst mit deinem Bruder reden, Baptiste. Ich mache mir Sorgen, dass er uns enttäuschen wird, Miss Thompson. Okay. Weird. Das ist alles so weird. Ich gehe jetzt einfach mal alles ab hier. Gott, redet doch lauter. Eine Monographie von Yael Klein. Anfang 1909 wurde die alte Villa de Sedo außerhalb von New Orleans in eine Künstlerkolonie umgewidmet. Drei berühmte europäische Künstler mieteten das Haus und das umliegende Land von den Besitzern, der Familie Ledoux. Die Kolonie wurde in erster Linie von Sebastian Cortes geleitet, der von seinen Gleichgesinnten William Argus und Heinrich Kassel liebevoll der Kapitän genannt wurde.
Die Kolonie bestand 6 Jahre lang, bis eines Tages alle 12 Mitglieder ohne Spur verschwanden. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass ihr Verschwinden mit einem zerstörerischen Hurrikan zusammenhing, der am 29. September 1915 die Region heimsuchte. Aber es gibt keine klaren Hinweise, die diese Annahme unterfüttern. Klar belegt ist dafür ihre häufige Teilnahme am Nachtleben von New Orleans, ihre Begeisterung am Geben von Feiern und ihre ausufernden Beiträge zu den Mardi Gras-Paraden, als die Piraten von Pontchartrain. Berichte über ihre Lebensweise finden sich in nahezu allen Klatschspalten. Insgesamt könnte man sie als sorglos und unkonventionell beschreiben. Ende Juni 1909 erschien der Name Astarte das erste Mal in den Zeitungen. Cortez sagte, der Name wäre ihm beim Malen in den Sinn gekommen. Es gibt keine Erwähnung, dass er vorher von der antiken phönizischen Fruchtbarkeitsgottheit wusste, die den gleichen Namen trug. Sein Mitkolonist Heinrich Kassel wusste aber von der Verbindung, weil er später Skulpturen schuf, die eindeutig Anspielungen auf uralte Idole der Gottheit waren. Es ist unmöglich nachzuvollziehen, wie der Name so plötzlich ins Spiel kam. Aber er ist aufgrund von Desertos Geschichte besonders interessant. Okay. Bei der Namensgebung der Plantage lag mit Sicherheit kein Versehen vor. Wir wissen, dass Elijah Pickford einen Tempel für den Kult bauen wollte, für den er 2 Jahre vor Kauf des Landes schon Flugblätter verteilt hatte, in denen er seine Absichten kundtat. Man schätzte seine Anhänger auf fast 100 Männer und Frauen. Vor allem Seeleute, Gestrandete und Kahuns, als das Anwesen gebaut wurde. Für Außenstehende wurde DeSeto als eine von Sklaven bewirtschaftete Plantage gemeldet, was es Pickford und seiner Gemeinde erlaubte, jahrzehntelang unbemerkt zu wirken. Die offizielle Version der Geschichte ist, dass der Kult bis 1862 Bestand hatte, als die Unionsarmee vorbeizog, die Plantage niederbrannte und alle vertrieb, die dort lebten. Nach dem Bürgerkrieg versammelten sich neue Leute in den Ruinen von DeSeto, um eine neue Fruchtbarkeitsgöttin zu erfinden, die Shub Niggurat. Obwohl DeSeto ein ungewöhnlicher Name sein mag, von dem nur wenige gehört haben, ist er doch in gebildeten Kreisen nicht unbekannt. Astarte ist ebenfalls bekannt und mag von belesenen Künstlern auch unbewusst ausgewählt worden sein. Shub Niggurat jedoch ist ungewöhnlich. Es ist nahezu unmöglich, dass jemand in Louisiana diesen Namen schon mal gehört haben sollte. Der Name wird nur in sehr seltenen Büchern wie unaussprechlichen Kulten und dem Necronomicon erwähnt. Und man geht davon aus, dass es verschliffenes Arabisch ist und zu den dunklen Jungen gehörig bedeutet. Die wenigen zu der Göttin abgedruckten Absätze sind so verstörend, dass niemand bei geistiger Gesundheit jemals eine Religion auf diesen Grundlagen aufbauen wollen würde. Der Kult der Shub Niggurat war schwer zu vertreiben. Aber man geht davon aus, dass der Hauptschuldige am Untergang des Kultes, trotz der steten Verhaftungen und der Tötungen mehrerer Kultisten über die Jahre, der Kult selbst war. Was sich gut in die Reihe aller Kultaktivitäten auf DeSetos Gelände einfügt. Als Hauptmann J.W. Norton der Unionsarmee dort eintraf, beschrieb er die Menschen in DeSeto als mangelernährt und besessen. So sehr die Armee sich auch bemühte, sie zu retten, sie wehrten sich dennoch entschlossen dagegen. Als könnte sie nichts davon abhalten, sich selbst zu zerstören. Obwohl das Verschwinden der Astarte-Künstlerkolonie ein Rätsel bleibt, scheint das wiederkehrende Motiv anzudeuten, dass ihr Schicksal mit Wahnsinn und einem Hunger nach der Selbstopferung im Namen der Fruchtbarkeitsgöttin mit den 1000 Namen verflochten ist. Oh, ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das ein Spielfehler ist oder so. Oder ob das einfach nur leise aufgenommen ist. Aber zwischenzeitlich kommt das alles so leise rüber. So, hier muss auch irgendwas sein. Hier ist noch ein Hinweis. Opernprogramm, okay. So.
Überall ist wieder was. Wintergarten, okay. Irgendwas scheint es hier zu geben. Das Flüstern wird lauter. Was ist das? Okay, die Zeit ist reif. Für. Okay, aber was ist hier zu finden? Ist hier irgendwo was? Okay. I don't know. Mrs. Thompson, ich weiß, dass die vergangene Woche sehr anstrengend war. Angesichts dessen ist es mir wichtig, Sie daran zu erinnern, dass die Angelegenheiten des Shadows nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Und Sie sollten sie auch nicht persönlich beunruhigen. Texte passen nicht bitte zum fahren Gesprochenen. Sie mit Ihrer ausgezeichneten Arbeit fort und denken Sie bitte nicht über den Tod von Perosi und vor allem nicht über den Selbstmord von Cassandra Borgard nach. Das sollte Sie oder die Belegschaft nicht belasten. Ich verlasse mich auf Ihre Loyalität und baue darauf, dass Ihre enge Beziehung mit den Tabois-Geschwistern dafür sorgen wird, dass die Shadows Geheimnisse geheim bleiben. Okay. Kommt man jetzt rein? Kommen wir von außen wieder rein? Hier ist nichts mehr, ne? Was ist denn das da hinten? Krankenzimmer, da müssen wir auch noch umgehen, oder kommen wir da nur mit Emily hin in der zweiten Kampagne? Ich weiß es nicht. Was war das? Da, ich hab's gesehen. Es war unsichtbar. Boah, ey, schreck mich nicht so. Okay, Empfang. Da kommen wir immer noch nicht rein. Ah.
verbotenes Wissen. Wie schrecklich es sein muss, zu erkennen, dass deine Besserung nur eine Illusion war. Dass du so verliebt in die Tugend des Leids warst, dass du trotz all der harten Arbeit keine wirkliche Anstrengung unternommen hast, um gesund zu werden. Oder dass deine Behandlung zu einer solchen Obsession geworden ist, dass du, anstatt deine Wunden mit der Zeit heilen zu lassen, dein Fleisch in der Hoffnung zerreißt, dass es besser und schneller heilt, wenn es doch nur so bluten würde, wie du es dir wünschst. Werden wir jemals wirklich gesund? Was sagen Sie, Dr. Gray? Okay. Okay, wie breche ich da jetzt ein? Brich in das Büro von Dr. Gray und finde heraus, was er weiß. Irgendwo da drin muss es einen Ersatzschlüssel für Dr. Grays Büro geben. Öffnen den Safe in der Verwaltung. Okay. Ein Dolch, der von zwei Schlangen umschlungen wird, wird heute im... Ja, schön, ich kann den aber nicht bewegen. Ich habe dafür nicht die Kombination. Aber vielleicht hatte sie Jeremy. In jeder Nacht. Na gut, es wird Zeit, dass wir Jeremy aus diesem Vertrag rausholen, damit wir hier verschwinden können. Irgendetwas sagt mir, dass ich dafür meinen Talisman brauche. Ist der Vertrag, okay. Aber was ist jetzt der Safe Code? Das ist weird. Moment.
Ja, aber wie gebe ich die ein? Sieh mal, es ist schon der Code 913. Aber ich verstehe diese Funktion nicht. Erst nach. Ich bin noch doof. 9 1 3. Es hat geklappt. Einfach nur. Der letzte Gast in dem leeren Raum leidet unter schweren Anpassungsstörungen. Ich muss das notieren, denn wenn ich diesen Zustand ausreichend verstanden habe, könnte ich vielleicht später leugnen, dass es so ist. Und ich habe gute Gründe zu glauben, dass auch ich die Konsequenzen dieser Störung zu tragen haben werde. Denn eine Person, die Kontakt mit dem Gast hatte, entwickelt schnell eine neue Weltsicht. Gemäß dieser ist alles vorherbestimmt, aber die Welt ist aus den Fugen. Wenn man diese Weltsicht akzeptiert, wird es unmöglich, mit bestimmten Erinnerungen umzugehen, und sie werden unterdrückt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann mich nicht einmal mehr an das Schicksal dieses Gastes erinnern. Ich glaube, diese Person ging einfach verschollen und wurde vergessen. Das Gleiche gilt für alle Akten, die sich auf diesen Patienten beziehen. Sie wurden alle vernichtet oder sie haben einfach nie existiert. Wer hat das geschrieben? Es gab nie einen Gast im leeren Raum. Okay. Okay. Hier war doch noch irgendwo was. Okay, dann gehen wir mal da rein. Dr. Grace Büro. Und ich habe es ganz für mich. Schauen wir mal, was wir über den Kerl herausfinden können. Ich bin damit fertig, die Besitztümer von Miss Burgard zusammenzuräumen. Ich überlasse es jetzt Ihnen, Ihren Agenten zu kontaktieren, damit er sie abholt. Ich habe eines von Graces Bildern gefunden, das sie vielleicht zurückhaben will. Und diesen Schlüssel, der in ihrem Zimmer lag. Ich glaube, danach haben sie gesucht, Miss Thompson. Aha, Frankreich. Hier hat McCarthy mein liebstes Junges versteckt. Das ist sehr wichtig. Treppenhausschlüssel. Okay. What the fuck? Wo sind wir denn jetzt? Was war das denn? Hä? Okay, wir sind auf der anderen Seite. Was ist denn das für eine kranke Psychiatrie?
warte mal. Was für ein Rätsel. Hier ist noch irgendwo was. Ah, guck mal, hier. Sehr verehrter Dr. Menzetti, ich befinde mich mitten in einem aussichtslosen Kampf mit einem Patienten. Wie ich bereits in meinem letzten Brief beschrieben habe, ist er vollständig in seinen Wahnvorstellungen gefangen, dass er sich selbst mit seinen... Ja, ja. So. Wo ist denn jetzt hier das Rätsel? Okay, hier gibt es kein Rätsel. Vielleicht taucht das noch auf. Dr. Gray hing irgendwie in dieser Sache mit dem Schattenmann mit drin, schloss Detective Carnby. Entweder nutzte Dr. Gray die Vorstellung vom Schattenmann, um Jeremy zu manipulieren und zu foltern, oder der Schattenmann war tatsächlich eine machtvolle Wesenheit, die von Jeremy Besitz ergriffen hatte. Und in dem Fall war Dr. Gray einfach nur ein ahnungsloser Dummkopf. Vielleicht konnte beides zugleich wahr sein. Carnby spürte seine Gedanken in alle Richtungen davonrasen. Egal, was stimmte. Er musste einen Weg finden, den Pakt zu brechen. Das war, was Jeremy gesagt hatte. Es war egal, ob es wahr war oder nicht. Wenn Jeremy Ducedo nicht verlassen würde, bevor der Vertrag nicht gebrochen worden war, dann musste Carnby ihn brechen. Er wünschte sich nur, dass die Schritte in dem Vertrag mehr Sinn ergeben würden. Okay. Ich brauche den Schlüssel. So, jetzt müssen wir hingucken. Zimmer Nummer 4. Wir gehen erstmal da rein. Machen ein Zimmer nach dem anderen. Um noch weitere Hinweise zu finden. Bruder, du musst mir vertrauen. Dies ist der wichtigste Moment in der Geschichte unserer Familie. Ich weiß, dass du deine Zweifel hast und dass die furchtbare Mama Loa dir Lügen erzählt hat. Ich würde dich nie verraten. Ich verspreche es. Lottie. Ich weiß nicht, warum das manchmal so leise ist. Gucken wir mal bei Jeremy. Detective Carnby, es tut mir unendlich leid, dass meine Nichte sie in diesen Schlamassel mit hineingezogen hat. Bitte, bringen Sie sie mit all meinem Segen weg von diesem verfluchten Ort. Ich habe den Verschlinger der Welten vernichtet und auf dem Dachboden eingeschlossen und habe mich in ein Versteck zurückgezogen. Sagen Sie, Emily, ich wäre in Sicherheit. Erzählen Sie ihr alle Lügen, die Ihnen einfallen, um sie zu überzeugen. Bringen Sie sie zurück nach New Orleans. Jeremy. Ach. Viel. Am Arsch, die Waldfee. So.
knallt das. Dann gehen wir mal hier rüber. Detective Carnby, schön Sie wiederzusehen. Ist der Fall schon gelöst? Ich bin dran. Hey Grace, geht's dir gut? Oh, ihr geht's einfach prächtig, Detective. Freust du dich denn schon auf das Johannisfest, Grace? Kann's nicht erwarten. Kinder, wunderbar, oder? Was genau ist der Plan für heute Abend? Oh, nicht viel. Wir essen, trinken und dann ehren wir den Wunschbaum im Wintergarten. Das Übliche. Warum dann die Aufregung? Heute Abend ist einfach besonders. Etwas ist anders. Wir spüren es alle. Außerdem haben wir ein paar neue Worte für das Gebet. Dank Ihres Freundes Jeremy. Sie wird kommen und die ganze Welt verändern. Und alles wird neu beginnen. Das klingt seltsam bedrohlich. Sie sollten kommen. Gott verdammt, Grace! Lauf einmal nicht weg! Irgendwas stimmt mit der Kleinen nicht. Flurschlüssel. Die behalte ich besser. Wir wollen ja nicht, dass sie verloren geht. Los, wir setzen mal Frankreich ein. Da fehlt etwas. Eine Karte. Karte der Karibik. Oh, da fehlt noch die Maske von Grace. Okay, hier ist noch was. Heilung zum Beispiel. Oh, nice, Alter. Ich hatte ja gar keine Heilung mehr. Okay, ich brauche ein Bild. Warte mal, hatte ich nicht eins? Hier muss doch irgendwas dazugekommen sein. Jeremy wusste, dass der Einzige, der ihm jetzt noch helfen konnte, der Gast in Zimmer Nummer 3 war. Der Raum schien ihm so lange leer gestanden zu haben. Aber das durfte nicht wahr sein. Die Geschichte musste anders lauten, etwas von draußen beinhalten. Er würde den Gast zurück zu Zimmer 3 bringen und ihm zeigen, was sich im Safe befand. 9, 1, 3, aber das waren nicht die richtigen Zahlen. Das war die Kombination für den Safe in der Verwaltung. Mhm. Was hast du von ihnen erwartet? Du hast so viel erschaffen. Keinen Raum zum Atmen gelassen. Deine Verdinglichung hat alle potenziellen Welten nichtig gemacht. Du hast alles genommen, was du dir vorstellen konntest. Und hast es in etwas gebannt, das dir nicht einmal was bedeutet hat. Oder vielleicht bedeutete es dir schon etwas. Vielleicht war es dir wichtiger als alles andere. Vielleicht hast du versucht, sie vor sich selbst zu retten. Und deswegen musstest du sterben. Alright. Okay, dann haben wir hier alles. Raum Nummer 3. Können wir ja jetzt runtergehen. Das ist ein echt krankes Irrenhaus. Nein!
Oh, ich kann nicht speichern. Und jetzt? Immer noch nicht. Gar nicht mal so übel. Vielleicht habe ich dem alten Säufer Unrecht getan. Erstmal Munition und so sammeln hier. So, was haben wir denn hier? Manchmal glaube ich, dass dieser Ort dafür sorgt, dass es mir schlechter geht. Dass der Cedar zu meinem Grab werden wird. Ein Sarg gemacht aus angeberischer Architektur. Ein Taj Mahal für die Betrunkenen und Deprimierten. Der Cedar hat etwas an sich. Genau wie Dr. Gray. Als würden wir alle nur vorgeben, hier zu sein, damit es uns besser geht. Aber in Wirklichkeit sind wir hier, um vergessen zu werden. Da hast du wahrscheinlich recht. Sieht so aus, als hätte McCarthy da drin etwas versteckt. Okay, ich brauche einen Schraubendreher. Gehen wir mal hier rein. Boah, was ist das denn? Eine Kamera. Hallöchen, Puppchen. Okay, not loot for me. Ach, ist ja die komische hier. Hier ist irgendwas. Aber was? Oder ist das wieder so ein Ding, was erst noch auftaucht, oder was? Hat die Solitär gespielt? Ja. Hä? Kann ich speichern? Wieso kann ich nicht speichern? Ich halte das nicht mehr aus. Es muss aufhören. Junge. Kaboom. Aber so langsam fügt sich das alles ineinander. Ich würde gerne speichern, aber... So, das ist eine rote Tür. Wir wissen, was eine rote Tür bedeutet. Speichern. Ich fange einfach nochmal von oben an zu speichern.
Wo bin ich denn jetzt? Ja. Ja, boah, hör auf. Okay, warte mal, Kind der dunklen Sündenbock. Ich brauche den Schlüssel. Röntgenbild. Patient Jeremy Hartwood. Datum 14. Juni 1930. Platten. Es hat sich als schwierig herausgestellt, Jeremys Schädel richtig abzubilden. Teilweises Röntgen hat am besten funktioniert. Ein vollständiges Bild des Gehirns kann aus den einzelnen Platten zusammengesetzt werden. Beobachtungen. Selbst bei einem Blick auf eine zusammengesetzte Version verdeckt ein Schatten große Teile von Jeremys Gehirn. Möglicherweise ein Tumor, aber es ist wahrscheinlich eher ein Defekt an den Geräten. Jeremy hat heftig auf die Bilder reagiert und behauptet, er würde einen riesigen Wurm sehen, der seine Erinnerungen frisst und durcheinander bringt. Anmerkungen. Während ich den Antworten damit kein Stück näher gekommen bin, bin ich mir recht sicher, dass Burkhardt-Lobotomie alle notwendigen Teile abtrennen sollte. Okay. Ist das die Röntgenbilder? Die hypothetische Psychochirurgie auf Basis der Ideen von Burkhardt und der Forschung aus St. Petersburg könnte am Ende die Rettung für Jeremys Verstand darstellen. Ein Durchtrennen der Verbindungen rings um den Frontallappen könnte zumindest die meisten geistigen Leiden beseitigen. Die Prozedur wäre sowohl in der Durchführung als auch in ihrer Wirksamkeit brutal. Ein Eispickel, der am Auge entlang und in den Schädel eingeführt würde, würde die Nerven lösen, wie Alexander, der den gordischen Knoten zertrennt. Da dies Jeremy recht sicher in einen veränderten Zustand zurücklassen würde, sollten zunächst alle anderen Möglichkeiten ausgelotet werden. Das medizinische Instrument, das ich für diese Lobotomie bräuchte, fehlt und ich sollte Waits ein neues bestellen lassen. Okay. Gott sei Dank. McCarthy war ein nutzloser Schmarotzer. Allein seine Anwesenheit schon reichte Carnby zu reizen. Es war wie der schlimmsten Version seines Selbst zuzusehen, wie sie ihn einfach durch ihre Wertlosigkeit verhöhnte. Carnby genoss es zwar, dem Kind zuzusehen, wie es den Säufer an der Nase herumführt, aber etwas an Grace war ihm auf erschreckende Weise vertraut. So, als sollte er sich erinnern, konnte es aber nicht. Ja, ich weiß nicht. Grace ist ein Suspekt. Was ist denn das? Eine Sicherung, okay. Fehlt noch eine. Suche im Krankenzimmer nach, hab ich doch. Gleich bei 50 Minuten, Leute. Hallo? Gib mir die Sicherung, Junge. Ich genehmige mir einen. Ja. Guten Durst, Kollege. Oh, hier ist noch was.
Lass mich raten, erst wenn das Licht wieder geht, ne? Also ich sag mal so, mit einer richtigen Atmosphäre, ne? Bestimmten Soundeffekten oder so, bräuchtest du in dem Spiel gar keine Gegner. Boom! Das ist besser. Dr. Gray hatte Jeremy einigen sehr gründlichen medizinischen Untersuchungen unterzogen. Er versuchte, Jeremys Geschichten zu durchdringen und die Wahrheit zu erreichen, ähnlich wie Carnby. War es möglich, dass Dr. Gray ebenfalls versucht hatte, den Vertrag zu brechen? Oh, da fehlen noch zwei. Das war so... Diese Rätsel sind so komisch, ne? Das Sicherungsrätsel, das kennt man doch. Okay, hier ist nichts. Warte mal. Es brennt ja hier Licht. Das heißt, hier ist nichts. Ich habe alle Röntgenbilder. Wie machen wir das? Was ist denn das? Ich brauche den Schlüssel. Was sind das für medizinische Räume, Alter? Okay. Jetzt muss ich nur noch wissen, was jetzt was ist hier. Okay, das ist... Jeremys Finsternis. Okay. Finde eine Sicherung für den Sicherungskasten. Ich hab doch schon. Finde den Rest von Jeremys Statue. Okay, irgendwas ist hier. Warum
Warum passiert das immer wieder? Was soll ich nur tun? Ja, ich habe gerade echt keinen Kommentar für sowas. Lasst mich doch in Ruhe! Und wir sind wieder zurück. Ideale Zeit, um sich hier mal umzuschauen. Ja, aber nicht in dieser Folge. Das machen wir dann in der nächsten. Bis dahin, Leute, wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.